Mathematik macht Freude, Freunde. Wir schauen uns in dieser Videoserie gemeinsam das Arbeitsblatt Zufallsvariable an. Bitte schau, dass du es schon vor dir liegen hast und am besten noch ein Papier und Stift dabei hast für Nebenrechnungen, damit du gleich mitmachen kannst. In diesem ersten Video geht es um die Zufallsvariable und das Laplace-Experiment. Bei Laplace solltest du bereits wissen, was das ist, und wir schauen uns gemeinsam an, was das mit der Notation und der Verwendung einer Zufallsvariablen zu tun hat. Wir beginnen mit dem obersten Kästchen mit dem Titel Zufallsvariable. Hier heißt es, wir führen ein Zufallsexperiment mit dem Ergebnisraum Omega durch. Eine Zufallsvariable x ordnet jedem möglichen Ergebnis in Omega einen Zahlenwert zu. Das heißt, wir können das wie eine Funktion auffassen vom Prinzip her. Der Wert einer Zufallsvariable hängt also vom Ergebnis des Zufallsexperiments ab. Was heißt das jetzt? Schauen wir uns das anhand eines Beispiels an. Wir würfeln mit zwei Würfeln und erhalten das Ergebnis 1 und 3 zum Beispiel. Also auf dem einen Würfel einen 1er, auf dem anderen einen 3er. Wir ordnen die Augensumme 4 diesem Wurfergebnis zu. Andersrum zum Beispiel die Augenfarbe eines Menschen. Hier können wir sagen, braun ordnen wir zum Beispiel den Wert 1 zu. Blau den Wert 2, grün 3 etc. Das heißt, vereinfacht werden wir jeweils immer von reellen Zahlen ausgehen. Wie schaut es jetzt bei den Laplace-Experimenten aus? Würfle mit einem fairen sechsseitigen Würfel und gewinne das Zehnfache der gewürfelten Augenzahl in Euro. Dieses Spiel können wir mathematisch als Zufallsexperiment mit der Zufallsvariablen modellieren. Das heißt, Omega ist der Grundraum, alle möglichen Ergebnisse, die wir erhalten können. Durch das Würfeln erhalten wir das Ergebnis davon. Das heißt hier zum Beispiel einen Fünfer. Die Zufallsvariable übersetzt quasi unser Ergebnis, unser Wurfergebnis, zu dem, was dann quasi rauskommt. Das heißt, wir multiplizieren mit 10. So viel Geld erhalten wir. Das heißt, der zugehörige Wert zum Zufallsergebnis 5 ist 50 Euro. Das heißt, die Zufallsvariable x gibt in unserem Spiel also die gewinnten Euro an. Fülle die Tabelle aus. Ich möchte dir an dieser Stelle die Chance geben, zu schauen, wie weit du bist. Bitte pausiere dazu das Video, notiere deine Überlegungen und vergleiche mit mir anschließend. Gut, ich habe bereits begonnen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit für unseren jeweiligen Wurf beträgt jeweils ein Sechstel. Laplace bedeutet ja, dass jeder Fall gleich wahrscheinlich ist, und Laplace sagt, wir können die Wahrscheinlichkeit durch die Formel günstige durch mögliche berechnen. Das heißt, für einen 1er ist die Zahl 1 ein Fall günstig von 6 möglichen Wurfergebnissen. Der Wert, der dann rauskommt, ist ja das Zehnfache unseres Wurfergebnisses, das heißt 10 Euro, 20 Euro etc. Jetzt lautet es bei A, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, bei diesem Spiel genau 50 Euro zu gewinnen? Für p von x ist gleich 50 gibt es nur einen Eintrag, der in Frage kommt. Hier in grün markiert. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, einen Fünfer zu würfeln, ist gesucht, und das beträgt genau ein Sechstel oder ungefähr 16,67%. Bei b, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, bei diesem Spiel mehr als 42 Euro zu gewinnen? Für das mehr als 42 kommen die Werte 50 Euro und 60 Euro in Frage. Das heißt, einen 5er oder einen 6er zu würfeln. Das heißt, in diesem Fall sind zwei Zahlen günstig von 6 möglichen, also gerundet 33,34%. Bei C heißt es, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, bei diesem Spiel höchstens 20 Euro zu gewinnen. Pausiere dazu wieder dieses Video, überlege kurz, was du glaubst, was auch möglich sein könnte. Notiere deine Überlegungen und vergleiche mit mir anschließend. Gut, es sollten diese zwei Fälle für dich in Frage kommen. Das heißt 10 Euro oder 20 Euro. Und das entspricht genau den Fällen, einen 1er oder einen 2er zu würfeln. Das heißt, wie bei B, dieselbe Wahrscheinlichkeit. Es gibt wieder zwei günstige Zahlen durch 6 mögliche. Welchen durchschnittlichen Gewinn erwartest du nach vielen Wiederholungen des Spiels? Das ist eben der Durchschnittswert, das heißt, wir rechnen alle möglichen Ergebnisse zusammen,
addieren sie eben und dividieren durch die sechs möglichen. Das heißt 35 Euro.